Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Das muss ich noch an den Anfang hauen. Das ist mir vorhin gerade erst wieder eingefallen, dass ich das geplant hatte. Und mal schauen, ob das jemand checkt, wieso ich das anschaue, während ich über dieses Thema heute rede. Aber auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit dem Video, was ich davor schon gedreht habe. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mit einer kleinen Diskussion. Und zwar sind Christian da. Seit einer Woche, gestern, vor einer Woche, am Freitag, sind die rausgekommen. Wir waren live. 1000 Zuschauer, über 1000 Zuschauer, als die Quests online gekommen sind. Das war richtig krass, der Hype war groß. In der Zwischenzeit ist eine Woche vergangen. Die meisten haben die Spezialforschung ausgeführt und Mio gefangen. Könnt ihr nochmal abchecken in meinem Mio-Video, wie ich es gefangen habe. Spoiler, leider nicht so gut die IV. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Mio schon habt. Falls nicht, dann schreibt nochmal rein, welche Quest euch gerade Probleme macht, wo ihr gerade hängen bleibt. Und falls ihr Mio schon gemacht habt und gefangen habt, dann schreibt rein, wie ihr die Spezialforschung fandet. Und ob ihr gerne gehabt hättet, dass es ein bisschen schwieriger ist. Weil ganz ehrlich, die meisten haben ein, zwei Tage gebraucht. Okay, die Freaks haben einen Tag gebraucht. Aber so zwei, drei Tage, die meisten haben echt zwei, drei Tage gebraucht. Allerhöchstens eine Woche. Und das Schwierigste war echt 10 Geister fangen. Das hat bei mir eine Stunde gedauert. Wir hatten Glück, ich hatte Glück, ich hatte Nest. Ditto auch noch gefangen, als ich beim Nest war. Also, ich hatte echt Glück. Aber an sich war das jetzt echt nicht so schwierig. Die hätte eigentlich auch machen können 50 Geister oder so. Also, ich will nicht übertreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Also, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Hätten die das ein bisschen schwieriger machen können? Anstatt 8 Quests. Also, es waren ja eigentlich nur 7, die 8. war Mew fangen. Anstatt 7, keine Ahnung, 20 Quests oder sowas. Oder anstatt 10 Geister fangen. 50 Geister, sowas, also ein bisschen schwieriger. Hättet ihr das gerne gesehen? Oder passt das so, eure Meinung? Und neben den Spezialforschungen gibt es ja die Feldforschung. Das wurde vor ein paar Tagen auch gelöst. Die 7 Stempel wurden gesammelt. Es kam als erstes, als Überraschung, als Belohnung, Lavados. Video könnt ihr auch nochmal abchecken. Nicht 100% Fangchance, aber es kann nicht fliehen. Also rein theoretisch gesehen 100% Fangchance. Also war Lavados, wenn man es genau nimmt, geschenkt. Aber ich fand es ganz cool, dass Lavados kam. Und dann hoffentlich nächste Woche was anderes. Könnt ihr auch nochmal reinschreiben, was ihr denkt, was nächste Woche kommt. Aber ich glaube, so Arktos oder Zapdos. Das ist eigentlich ganz cool. Vor allem für die, die ein paar Legendäre verpasst haben. Es ist halt so eine sichere Chance, eins von den Legendären zu bekommen. Weil ich höre immer von den Dorfspielern: Yo, Hong, wir sind nicht genug Leute. Es kommt keiner zum Raid. Wir schaffen nie Level 4, Level 5 Raids. Und so haben die jetzt die Möglichkeit, ihre Legendären endlich zu sammeln. Da brauchen die nicht andere Spieler für die ganzen Raids. Finde ich ganz gut. Endlich kriegen die dann. Ich habe auch viele gesehen, die dadurch jetzt dann Lavados zum ersten Mal bekommen haben. Dex-Eintrag. Also den gönne ich's. Ich gönne es auch allen, die 100er Lavados bekommen haben. Oder 98er. Hätte ich auch gern gehabt, aber ich hatte so einen richtig schlechten. Also ich persönlich finde die Belohnung ziemlich gut. Also die legendären als Belohnung. Die anderen Sachen. Es gibt EP. EP ist gut. Staub. Staub ist auch gut. Und dann dieses Mystery-Item. Bälle, Sananabären oder Sonderbonbons. Das war jetzt nicht gerade so Mystery. Und gut waren die auch nicht. Aber naja, egal. Besser als nichts. Man schaut einem geschenkten Gaul nicht ins Maul oder so. Also dafür, dass man davor gemunkelt hat. Meisterball und so. Also dafür waren die Items dann schon sehr enttäuschend. Finde ich echt eine coole Sache. Jede Woche. Cooles Pokémon. Man kann die Stempel sammeln. Das ist auch sehr, sehr cool. Nicht so wie bei Raids. Man muss jeden Tag einen Raid machen. Oder jeden zweiten Tag. Du kannst auch die Stempel sammeln. Also nicht die Stempel, die Quests, die Forschungen. Und dann erst am nächsten Tag, übernächsten Tag und so einlösen. Das heißt, wenn du ein paar Tage verreist, dann kannst du deine drei Quests voll machen. Und dann jeden Tag einfach nur auf einlösen drücken. Dann kriegst du den Stempel. Das ist auf jeden Fall eine coole Aktion. Da kann man noch über die einzelnen Feldforschungen reden an sich. Ich persönlich suche nur die Tangela-Quest, weil das die Chance halt erhöht, dass ich 100er Tangela bekomme. Der fehlt mir übrigens noch und das ist ja eigentlich so ähnlich wie Schlüpfen aus dem Ei. Die IVs sind genau dieselben. Okay, Level 15, 5 Level weniger, aber das ist jetzt nicht so der große Punkt, der springende Punkt. Und wenn man das oft genug macht, dann müsste er irgendwann laut Statistik schon 100er dabei sein. Das heißt, das ist echt die beste Chance, 100er Tangela zu bekommen.
Also ich hatte noch einen Plan B, aber der ist momentan tot mit den ganzen Maps. Aber Plan B ist, in Italien spawnt Tangela übrigens sehr, sehr oft. Vor allem so Gardasee oder so. Und ich habe mir einfach überlegt, Perchnet Gardasee zu machen mal. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob ich das so bekomme. Hab die Quest übrigens noch nie bekommen. Ich hatte die Quest an sich schon mal. Oder schon zwei, dreimal. Mirapla und Knofenser fangen dreimal. Aber als Belohnung hatte ich nicht dann Tangela. Das ist echt sehr schade. Ansonsten andere interessante Quests. Man kriegt Lavita. Angeblich Dratini, aber die Quest habe ich noch nie gesehen. Und Janerga. Das sind so die zwei gefragtesten, sag ich mal. Für mich eigentlich interessant. Menki. Gewinne einen Raid-Kampf, glaube ich. Arena-Kampf. Dann kommt Menki. Problem ist, da können auch andere Sachen kommen. So wie Shiggy oder so. Und man kann halt nicht fliehen. Also wenn man flieht, dann ist die Quest, die Belohnung immer noch da. Das heißt, du musst die einlösen. Du musst die entfangen. Und was brauche ich noch? Sonderbonbons. Es gibt Ditto, wenn du Ditto fängst. Drei Sonderbonbons und sieben Ladeattacken einsetzen, effektive. Dann kriegst du einen Sonderbonbon. Gibt es, glaube ich, noch ein paar andere, aber das sind so meine Top-Quests, die ich gerne habe. Also schreibt unten rein, welche Quest ihr so gerne macht und was ihr so gerne seht. Also ich finde es allgemein sehr gut. Ist so ein netter kleiner Bonus. Nebenbei, ein paar Beleber mehr, ein paar Bälle mehr, ein bisschen Staub mehr. EP gibt es glaube ich nicht, aber ein paar Begegnungen mehr. Also echt eine coole Sache. Und jetzt haben wir auch so eine Gruppe gestartet in München mit Top Quests. Und dann wird so gepostet mit den ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe. Tangela, Janerga, Lavita und sowas. Mit den ganzen Top Quests, dem Pokestop und der Location, dem Ort, dem Standort. Und dann kann man theoretisch da hingehen und sich die Mission schnappen. Finde ich echt eine coole Sache. Der Ball ist noch nicht ganz ins Rollen gekommen, also da machen noch nicht so viele mit. Kann ich auch verstehen, also ich würde jetzt nicht unbedingt mir die Meile irgendwo hinpressen, nur für die eine Quest. Also wenn das jetzt irgendwie die Straße runter ist, klar. Aber jetzt so eine fette Meile dafür schieben, eher nicht. Ich nehme die Quest gerne mit, nebenbei, aber so richtig aktiv jagen, dafür habe ich noch nicht die Motivation. Deswegen meine Frage an euch: Macht ihr das so wirklich aktiv, so Quest-Tage? Wir machen ja zum Beispiel Raid-Touren. Gibt es sowas bei euch mit Quest-Touren, wo ihr dann den ganzen Tag durch die Stadt läuft und dann auch die krassen Quests jagt und sammelt? Das würde mich echt interessieren. Und ob ihr auch so Gruppen habt, wo ihr dann die Top-Quests postet? Und allgemein eure Meinung zu den Quests unten in die Kommentare. Und das war's eigentlich von mir. Wollt jetzt nach einer Woche einfach mal das Thema ansprechen. Wie sind die Quests so? Wie gefallen die euch so? Und ich drehe jetzt nochmal den Anfang des Videos, weil mir ist gerade was eingefallen. Das heißt, ihr seht jetzt einen ganz anderen Anfang. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.